Damit Hallöchen und recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Nee, heute mal Straßenbahn-Simulator, denn wir sind heute mal auf der Karte, also wieder mal ganz neu hier auf der Karte Eberlinsee, Schönau unterwegs. Heute ist es Eberlinsee, wie man es schon erkennen kann an dem Strand, dem Straßenbahn-Repaint. Und die Straßenbahn, ja, die gibt es jetzt auch neu für OMSI. Verlinke ich euch gerne unten in der Videobeschreibung, die kriegt ihr genau so. Gibt es als Triebwagen, Steuerwagen, ne, nicht Steuerwagen, sondern Beiwagen und nochmal Triebwagen mit zwei Beiwagen, also Dreiertraktion. Aber ich habe mich entschieden, wir fahren heute die Einzeltraktion. Und ich hoffe, wir werden hier sehr viel Spaß haben. Gibt eigentlich noch groß was zu sagen? Ja, aber das mache ich dann gleich. Und zwar kommt hier. Das nächste Video wird hier Train Simulator sein. Nämlich dreimal hintereinander in Folge. Und nach dem dreimal hintereinander in Folge kommt dann hier nochmal ein richtig geiles Special Let's Play. Also das wird dann schon über eine Stunde gehen. Denke ich mal. Weil Livestream kennt ihr, funktioniert irgendwie nie. Und ja, bin schon gespannt. Vielleicht habe ich auch schon wieder ein neues Intro, habe ich schon überlegt bei dem Special Let's Play. Wird man ja sehen. So, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dem Let's Play. Falls ihr noch nicht getan habt, lasst einen Daumen rum da. Däumchen. Also, ja, ihr kennt es ja. Däumchen, mein Träumchen. Nach dem Abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr immer benachrichtigt werden wollt. Und da fährt gerade irgendwo eine KTVD. Da, genau. Zum Glück haben wir die durchgelassen, sonst könnten wir jetzt hier schlecht rausfahren. Ja, apropos rausfahren. Wo müssen wir das eigentlich rausfahren? Ich habe keinen Plan, wo es da rausgeht. Ach, einfach nur geradeaus. Ja, aber da komme ich doch. Die Fall. Hä? Ich fahre ja da rechts, ne? Aber nee, da fahr ich am Gegenverkehr. Ach, hier kann man raus. Ah. Gut, das heißt, wir müssten durchs Vorfahren, dann wieder rückwärts und dann wieder vorwärts. Gut, das heißt, wir können schon mal die Weichen stellen. Ups, das war zu viel. Aber guck mal, wie detailliert die Schienen sind. Hier, das ist ein bisschen Dreck drin. Ist das grafisch so geil? Ey, das ist ja echt geil gelungen. Ohne Witz. Das ist echt geil gelungen. So, stellen wir schon mal die. Wenn sie drüber fährt, kann sie innen hingleisen. Ist ja eine Rückstellweichen dann letzten Endes. Also hoffe ich mal. So. Dann haben wir hier. Nein. Ich will. Das ist halt wieder typisch Omsi, ne? Du musst halt ganz genau treffen. Nein. Ah, jetzt hat das. Supi. Und dann können wir hier vorne auch schon die Weiche stellen. Nach rechts. Ach, die ist schon nach rechts. Super. Dann würde ich sagen, rüsten wir mal unser Tram auf. Und what the fuck, was ist das? Ah. Super. Können wir ganz schnell machen, indem man die Taste 1 drückt. Alles fertig aufgerüstet. Was leider nicht funktioniert bei mir ist, die Handbremse. Hier, ich drücke halt die Taste, die wie es halt im Handbuch beschrieben ist, aber funktioniert trotzdem nichts. Ja, das ist halt OMSI bei mir, hat immer so scheiß viel. What the fuck ist das laut? Leiser machen hier, so. Deswegen einfach schon lange gedrückt halten, bis das Ding sich ausgekurbelt hat. Und ja, was haben wir hier? Ah, gut. Boah, Junge, ist das Ding laut. Ist das Ding laut? So. Ich würde sagen, wir fahren mal so langsam vor. Zur Anfangshaltestelle, aus dem Betriebshof raus. Ja, Junge, ist das Ding scheiße laut. What the fuck? Aber das ist halt Realismus, realistisch, ne? Es ist realistisch. Man kann noch nichts dagegen machen, ne? Ist halt so. Ich will jetzt nicht unbedingt noch weiter hier auf die Straßenbahn eingehen, was die noch so alles kann, was da realistisch ist oder nicht. Auf jeden Fall die Sicherung kann raushauen. Werde ich euch dann auch gleich zeigen. Also demonstrieren, wie das funktioniert. Kann man sich irgendwie. Das geht sehr schnell. Fast vergessen, wir sind heute auf der Linie 3 unterwegs zum Hauptbahnhof vom Betriebshof aus. What the fuck, was geht jetzt ab? Und jetzt geht das schon wieder los. Diese scheiß Kamera. Geht mir so auf den Senkel. Man weiß ja nie, ob die Leute dann doch was kaufen, ne?
So. Es muss aber hier. Da müssen wir halt schon wieder rückwärts fahren. Da kann ich euch das gleich mal demonstrieren. Ich bin jetzt im Drive drin, ne? Das hat sich ja von selber aufgerüstet. Jetzt drücke ich zweimal die R-Taste. Da brauche ich neutral und dann rückwärts. Das reicht auch einmal, keine Ahnung. Habe es nicht ausprobiert, aber ich mache es immer zweimal. Erst lasse ich noch ein bisschen ausrollen bis vor. Und dann gebe ich einfach mal Gas. Und dann haut die Sicherung raus, ne? Das können wir mal so machen. Na, wobei, ich mache es erst auf der anderen Weiche sind. Oh, stimmt, das geht ja gar nicht. Okay, ich mach's trotzdem. Ja, ich mach's volle Pulle. So, das müsstet ihr gehört haben. Jetzt drückt ihr zweimal die M-Taste und dann müsste das wieder funktionieren. Ja, vorwärts wollte ich nicht, ich wollte rückwärts. Ist halt doof, wenn die Handbremse nicht geht, ne, müssen wir halt so ein bisschen ausrollen. Aber was soll man denn da machen, wa? So, nochmal kurz gucken auf die Gestellte. Ja, die ist gestellt. Oh, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Was ganz Wichtiges vergessen. Ganz, ganz wichtig. Badam. Tja, ich finde es geil, dass es auch mitgeliefert wird für die Bahn. Es hängt. Oder ich bin zu... ist die Bahn jetzt kaputt oder... Wie soll ich es jetzt sehen? Ja, die ist kaputt. Keine Ahnung, wie ich es... Ah, ich wollte schon sagen. Wenn Oms mich wieder verarscht hätte, ey. Ja, hätte man die Tram nochmal neu spawnen können, was als Baby wäre von Arsch gewesen. Ja, immer wenn ich eine Aufnahme mache, funktioniert nie was. So. Mit der Sicherung will ich jetzt nicht nochmal demonstrieren. Ich glaube, es müsste schon gereicht haben. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Lotus, weil du fährst die Bahn wie ein Lotus eigentlich fast. Ja, ich habe es halt auf die Tastenkombination belegt wie beim Train Simulator bei Lotus. Aber so, die ist gestellt. Vorwärts. Über weichen Bereich muss man immer schön langsam fahren mit so einer alten Tram. Vor allem auch in Kurven. Ich höre Stimmen, obwohl hier gar keiner drin ist. Alles klar. Wie stumpf das einfach aufgehört hat, ey, als wir drüber gefahren sind. Kommt hier eine Tram oder ein Bus hier? Ne. Super. Ach, da steht die Ene, die jetzt vorbeigefahren ist. Was nicht funktioniert, ist die Schranke. Das habe ich selber ausprobiert, das geht leider nicht. Das heißt, wir müssen da einmal durchfahren. Linke habe ich schon gesetzt. Ich muss halt gucken, ob die uns irgendwie rauslassen. Jetzt kommt keiner. Ey, sowas liebe ich echt immer beim Tramfahren. Die über das über den Weichen fahren und dann einfach. Oh, herrlich. Herrlich. Einfach nur herrlich. So. Anfangshaltestelle. Dann machen wir schon mal die Freigabe rein und die erste Tür auf.
Oh, da ist ja die andere Bahn schon. Wahrscheinlich die uns hier bedient hätte. Ja, aber das ist jetzt mein Fahrplan, den ich jetzt hier einstelle. Sorry. Das ist jetzt meiner. Klaue ich dir jetzt. Linie 3, bitte. Genau, genau. Zum Hauptbahnhof, Betriebshof Bodewattke Straße, 10:40 Uhr. Okay, wir müssen halt vorspulen, aber das traue ich mich wieder nicht bei OMSI. Deswegen mache ich immer Pause. 10:40 Uhr, mal einfach 39 und 30 draus. So. Dann Play. Die Bahn ist weg, super. Und jetzt noch Linie 3 nach Hauptbahnhof. Da kommen sie, da kommen sie. Oh, jetzt können wir uns die Bahn mal ein bisschen genauer angucken. Geht die Tür wohl nicht auf, oder was? Ah. Jetzt. Ja. So, hier. Bodewartke Straße, Palutine. Was? Palutiner Kloster? Stadtpark, Niederstadt, Altmarkt, Hauptbahnhof und zurück. Ja, zurück zu werden wir nicht fahren. Vielleicht doch, ich weiß nicht, aber eher nicht. Hauptbahnhof. Super, super, super. Ich würde sagen, wir fahren mal los, weil mit einer alten Tram ist man ja nicht so schnell unterwegs. Deswegen einmal zu, bitte. Kriege ich die Fre Bitte jetzt, kann ich fahren? Darf ich? Kann ich? Darf ich? Nanu? Warum geht's nicht? Hallo, ich will fahren. Ah, jetzt. So, los geht's. Ich tue die Haltestellen an, jetzt nicht ansagen, weil erstens unrealistisch, zweitens hätte es eh keinen Sinn. Das Ding kann angeblich über 40 fahren, aber das sei mal dahingestellt. Also sollte man auch 40 Bar fahren mit der alten Bahn. Lieber langsam und dann einfach weil das altmodischer genießen. So. Komisch, ich blinke nach links, aber der Schalter dreht sich nach rechts. Wie sieht es eigentlich draußen aus? Ja, der Blinker, der blinkt da. Das gefällt mir aber auch hier. Blinker aus. So. Weiterfahren. Geht das schon wieder nicht, ey. Ich hab den Dreh bei der Scheißbahn einfach noch nie raus, ey. Ja, jetzt, ja Gott. Komm, jawohl, jetzt hat's funktioniert. Super. Und die Türen zu? Ja, sind sie. Wir haben schon eine halbe Minute Verspätung. Okay. Jetzt kommt Palutinerkloster. Ob ich mal 30 fahren kann hier. Ja, ey, da ist das Ding laut, Alter. Ist das Ding laut? Ja, reicht eigentlich so. Da wollen wir dahin. Die denn bitte? Oh, diese Tür, Alter.
jetzt. Super. Na dann, weiter geht's. Ich frage mich nicht, was dieses Klick im Hintergrund immer ist. Ich habe keinen Plan. Man muss natürlich auch ganz vorsichtig beschleunigen bei der Bahn, weil dann kann die Sicherung auch ausgeknallt werden. Und das wäre natürlich nicht so geil. U-Bahn-Betriebshof kommt jetzt hier. Das müsste man eigentlich kennen. Aus anderen vielen Videos von YouTubern, die Musik gezockt haben. Ich würde aber einfach sagen, die Bahn passt einfach herrlich dazu. Oh, ich muss hier stehen bleiben. Schon mal blinken. Angeblich leuchten. Räumen wir noch ein bisschen bis vor und dann warten wir mal, bis wir fahren dürfen. So. Ah, dieses Geklick geht zu einem auf die Eier. So, komm, ich will heute noch fahren, bitte. Mit grün. Gib mir die Erlaubnis zu fahren. Na gut, grün kann man dazu eigentlich nicht sagen, ne? Dann gib mir die Bestätigung oder die Genehmigung über das haltzeigende Signal zu fahren. Das ist auch ein Schienenfahrzeug. Deswegen Signal statt Ampel. Obwohl, das kann man eigentlich auch als Ampel gelten lassen, oder? Das hier die Straßenampel. Na gut, da kann man sich jetzt streiten. Also ich sage, das wäre ein Signal für die Straßenbahn. Gut, da wird's rot, das heißt, wir dürfen gleich fahren. Leck mich, es war grün, hier guckt. Siehst du, es war grün, so. Geklingelt. Nicht vorgeschrieben. Eine Minute Verspätung, das geht gar nicht. Das müssen wir erstmal rausholen, indem wir hier ein bisschen beschleunigen. Hier sind auch 60 erlaubt. Einbremsen, so. Will der da mit, der kleine Scheißer, oder will der Scheißer da nie mit? Nee, der kommt nie mit, hat er Pech. Jetzt geht die Tür wieder, nee. So, sind sie zu? Ja, super. So, schnell weiter. Also schade finde, dass hier das mit der Steigung nicht funktioniert, wie angeblich gesagt, aber es funktioniert auch bei den anderen Straßenbahnen nämlich nicht. Aber wo es funktioniert, ist, wenn wir dann Richtung Hauptbahnhof fahren. Da geht's, da ist nämlich eine Steigung, aber da wird es auch realistisch umgesetzt. Aber hier nee, ne? Das verstehe ich aber auch nicht. Stimmt, wir hätten auch mal im Regen fahren können. Das wäre auch interessant gewesen. Und das Spiel hat sich gerade aufgegangen, alles klar. Das merkt man einfach nie, weil man so im Tunnel ist und das irgendwie alles immer gleich aussieht. Ja, logisch sieht alles gleich aus, sind immer ein Tunnel, ey. Zumindest in Omen sieht immer alles gleich aus, so. Wie mit den spannenden Objekten. Also die Ampel jetzt nicht, aber. Keine Ahnung, ist für irgendwas auch ein spannender eingefügt worden ist, das hätte mich mal interessiert. Ja, hier funktioniert das mit der Steigung auch nicht, leider.
das hier nicht eigentlich ein Zoo sein, weil hier sind ja Tiere drinne. So, kommt da jetzt wer mit oder? Es will doch keiner aussteigen. Na gut, fahren wir weiter, oder? Fahren wir weiter. Moment mal, ich will mal gucken wegen Screenshot. Auf der Tick geht. Oder ob ich das lieber am Hauptbahnhof. Ich mach's am Hauptbahnhof. Oh, wir dürfen angeblich nicht fahren, aber egal. Das ist ja nur ein Zeichen, dass es eine Empfehlung ist zu fahren. Das heißt, man muss nicht da fahren, wann es angezeigt wird. So. Ach, bestimmt wegen der Ampel, wa? Alles klar. Ja, hier muss man auch nach links blinken. Manfred, willst du es wieder provozieren, hier rausgeschmissen zu werden? Meine Güte, das kann ja wohl nicht angehen hier. Im Kindergarten oder was? Steig hier aus, du Pisser! Du nervst dermaßen. Ach ja, Manfred, wie geht's eigentlich deiner Oma? Wie ich darauf komme? Keine Ahnung. Fragt erst nicht. Wann jedes wenigstens welche ein... Jo, ja, da will wirklich jemand einsteigen. Super. Oh, das wird jetzt ein bisschen... Naja, muss man echt aufpassen hier. Die laufen gerne über die Schienen. Das ist Wahnsinn. Aber realistisch. Bei dem Typ habe ich Respekt gerade. Alter... Vorsichtig! Gibt es sowas? Läuft durch die Bahn. Alter Schwede. So, hier meinte ich das, die Stelle. Hier wird es realistisch umgesetzt, dass wir da steigen. Das merkt man auch gleich, finde ich jetzt hier. Rolle. Relativ schnell langsam, als im Vergleich von normal. Vorsichtig! Sorry, ich weiß, es sind nur 20, aber wir müssen Zeit machen. Aber hier quietscht die Bahn jetzt nicht in der Kurve, genau. Weil mich jetzt auch echt interessiert, wie es ausgesehen hätte. Wenn wir jetzt im Regen gefahren wären, ob da die Bahn das auch realistisch umgesetzt hat, also die Entwickler... Wieso will der hier Kinder mit, Alter? Aber hier wollen welche aussteigen, okay. Nicht dann, also sehe ich die letzte Tür nicht. Machen wir es halt so. Scheißhaus. Ja, Junge, du musst da... Ja. Was geht das schon wieder los, ey? Wenn mir das Spiel wieder mal sagt, ich bin ein Arschloch, dann ist es halt das Arschloch. Da kannst du auch nichts dran ändern. Ach komm. Alter, kann aber nicht wahr sein. Ja, aber da schon, oder wie? Komm, aber... Warum aktivierst du die durch, wenn ich die Scheiße offen habe, Alter? Erklär mir das mal. Ha, ausgetrickst, du Arschloch. So, weiter. Sorry für die Ausdrücke, aber das riecht mich wieder so auf aus, das Spiel. Alter, wie oft ich gerade das A-Wort gesagt habe. What the fuck? Ich hätte wieder einen Counter einblenden können. Mache ich aber nicht, ist mir zu anstrengend. Denn ich bin sehr viel am Videos vorproduzieren und dann gemache und was weiß ich noch, was man so hier machen kann an Zeitverschwendung und ja, was weiß ich. Ja. So, das nächste Hauptbahnhof endet unsere Tour.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir erreichen nun den Hauptbahnhof. Sie haben hier Anschluss an den Regional- und Fernverkehr. Da stehe ich natürlich in Fahrtrichtung rechts. Keine Ahnung, wo die ganzen Züge hinfahren, aber Sie können auch in der Straßenbahn ansteigen. Linie 1, Linie 2, Linie 3, Linie 4 und Linie 10. Kenne ich nämlich auswendig, glaube ich. Müsste so hinhauen, genau. Und dann noch die Nachtlinien. Ich glaube, die Linie NC. NC, genau. Wir bitten Sie, alle auszusteigen. Und wir wünschen Ihnen auch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. So, mit 2 Minuten Verspätung angekommen. Geht eigentlich, ne? Kann man sagen, es geht. Ein bisschen weit hinten gehalten, aber egal. Jetzt sind sie ja eh nur zum Aussteigen. Ja, wie wär's, wenn jetzt aussteigt? Hallo? Aussteigen wäre mal ganz nett. Warum wollt die Pistenwerken jetzt nicht aussteigen? Ah, jetzt oder wie? Alles klar. Warum geht die hintere Tür nicht immer auf, ey? Mein Gott. Ja, kann sich ja sparen, das Geklingel, ey. Das hilft dir auch nicht weiter. Ja, hat sich gefunden. Super. Dann mal kurz ein paar Bildchen. Ein paar Bilderchen. Bilder, Bilder, Bilder. Ob wir das da oben lassen können? Ich weiß nicht. Ich mach's aber weg. Und die Schrotte-Schrift da oben auch. Super. Oh, das ist doch ein geiles Bild, oder? Geiles Bild, geiles Bild. F. Nee, nicht F, doch F12. Geil. Herrlich, 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 herrlich. Super. Dann fahren wir mal das Ding abstellen. Fahren wir mal vor. Nach rechts, ja. Vergessen zu blinken, ups. Junge, ist das Ding verdammt laut. Auch wir müssen nach links in den Weichenbereich rein. Interessant. Weichenbereich, Alter, geil, da macht nichts. Rein mit dir, los. Los. Ach, es geht auch, ja moin. Ich bin Depp. Kalt, warm, alles da. Geräteschrank, aha. Hier ist das Haar, okay. Dann werden wir mal bei dem Haar anhalten, ne? Sowas wie Halt, Stopp. Super. Lass mal die noch ein bisschen ausrollen. Dann steht sie ja auch von automatisch. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Warum... Das scheiß Mikrofon, warum hört der Fahrplan jetzt hier nicht auf? Okay, bleibt halt drin, ist mir jetzt auch egal. Mal von selber raus. Scheiß Bäume. Super. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst Daumen nach oben da. Däumchen werden Träumchen. Abonniert gern kostenlos diesen Kanal. Und aktiviert die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet. Oder wollt. Wie auch immer, man sieht sich demnächst wieder. Haut rein, bis denne und ciao.